todos ficaron llenos do Espíritu Santo. Mi tama kahana sa sete kura saru torini. Ich erkestek mar nyelekens. Apoftekness. Anja basha valin. Soste kis an hule. Re i bish ishan bakshide wut. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Das werdet ihr in einer Woche dann in der Fixlesung hören. Bis dahin haben wir allerdings noch eine kleine Challenge für euch. Nominiert doch andere Leute, die wie wir die Apostelgeschichte 2.4 Textstelle in verschiedenen Sprachen aufnehmen und auf Facebook stellen. Wir nominieren gleich Andreas Sixhuber und Magdalena Bach-Leitner, unsere beiden Vorsitzenden. Wir sind schon gespannt auf eure Beiträge und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß dabei.